This is the Capital Radio Show. We're going to clear the air and show you what time it really is. So, the sun is Agent Orange mit Too Young to Die. Die hätten eigentlich am 18. da heroben in der Kapu spielen sollen, aber nachdem für aus amerikanischer Sicht Österreich auch im Nahen Osten liegt, haben sie aufgrund akuter Kriegsgefahr leider abgesagt. It was a crazy day. Am 23.02. in der Kapu. Spielen am 23.02. im Rahmen des Heimspiels mit Sektion Kraftsport und Special Guests in der Kapu. Am 4 verschiedenen Orten statt. Am 9.2. in der Stadtwerkstatt Neuss, 1.6 und KHC. Am 16.2. im Kanal in der Hotel Wireless, Passengers, Cloud oder Chrysler und Dynamo Urfa. Am 22.2. Stand Before, 7Sus, 666, Fuckhead und der Panik 3 Brügel im Postbau. Muttertags und Good Heart and Beats werden auf einer Single des 712 Labels vertreten sein. 12 Singles bester Linz Musik sollen im monatlichen Abstand erscheinen. Der Einfachheit halber und des Preisvorteils wegen
könnt ihr 12 Singles auch um 550 Schilling im Abonnement erwerben. Wer genaueres wissen will, der Frage nach in der Kapu, in der Stadtwerkstatt oder bei einer deiner Linzer Lieblingsbands. Erscheinen werden auf 7 Inch 12, 7 Zoo, Buckhead, Muttertag, Dynamo Urfa, 666, Females Under Tension, Good Heart and It Beats, IEP, Loud, The Course, Rückenflag, Stone to Fall, Noise, Big Dick Willy, Passengers, Matt Gregory's, Panic Dreiträgel, Clouds oder Chrysler, Monochrome Blue, Ender Hotcha und alles der Reihenfolge nach. Inch 12 so der erste Schritt sein zum Ende der billigen Beliebigkeit. Linzmusik darf sie nicht mehr gratis herschenken, darf nicht mehr unterm Stellenwert arbeiten. Das muss der erste Schritt sein zur Musikergewerkschaft. Musikergewerkschaft muss heißen, es gibt keine Singles mehr unter 60 Schilling, keine LPs mehr unter 150 Schilling, keine Konzerte werden mehr gespielt unter 6000 Schilling. Bands, die sich nicht danach richten, müssen verprügelt werden. Veranstalter, die glauben, weniger zahlen zu müssen für irgendeine Band, werden angezündet und in die Richtung muss das gehen. Da. So, das war jetzt die Meinung von Just Dornitz rüber zu 7 Inch 12. Was da im Hintergrund so angenehm säuselt, ist eine weitere der 7 Inch 12 Bands, ebenfalls kulturpolizeilich von Just Dornitz rüber genehmigt. Wer es nicht kennt, selber schuld, Dynamo. Later, each and every
Legende lebt. Hardcore aus Passau spielen am 26.01. als Vorband von der Leather Face in der Party. Apropos Passau, am 16.02. ist die DVU-Demo. Anschließend ein Fest mit Panik 3 Drogen und No Fish on Friday. Ich kann mir sagen, wo sie Kick spielen, und egal wann sie mit dir an. Ich hab's satt, als wenn ich es ziel. Rock it, no Fish, King. Kick besessen, me or me. Und wenn es losgeht, hast du keine Chance. Stalinismus, Gruppe Schlag.
für unsere Sportfreunde und alle Leute, die in keine Vereine dürfen, ist am 15. und 16. ein Tischtennisturnier. Zusätzlich ist am 16. nachher dann eine Disco mit Musik aus den frühen 80ern. Übrigens, Frauenfrühstück ist jetzt fix jeden ersten Sonntag im Monat. Jeden Dienstag um 19.30 Uhr ist im Ladenplenum. Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr ist das berühmte Kapu-Balaba. Kapu-Öffnungszeiten Donnerstag, Freitag, Samstag ab 20 Uhr geöffnet. Wobei am Donnerstag jedes Mal Musikvideos zum Sehen sind. Und jeden Freitag gibt's jetzt billiges vegetarisches Essen für jedermann. Übrigens, der Opernball findet nicht statt, die Demo trotzdem am 7.2. in Wien.